Und damit ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Format. Wie ihr schon wisst, heißt es Random Shit und ich fahre in diesem Part mal durch MK8, das ich gerade zum ersten Mal seit circa einem Monat wieder spiele. Das letzte Mal war es bei Random Kais MK8 Turnier. Ich hatte auch schon das Gamepad seit einer Woche nicht mehr in der Hand, also nice Hacks. Alles klar. Ich habe gerade irgendwie mehr Bock jetzt hier MK8 zu bringen als irgendwas anderes. MK8 und Splatoon kommt. Also ich werde jetzt tatsächlich mehr random Shit raushauen. Komm. Und viele, die es noch nicht auf Twitter erfahren haben, ich streame heute, wird vielleicht auch noch auf YouTube angekündigt. Ja, wenn alles klappt, streame ich. So. Ich kündige Streams also jetzt immer auf Twitter an und auch wehe. Ich und auch auf YouTube. Kommt darauf an, wie oft ich jetzt streame. Auf jeden Fall. Folgt mir aber trotzdem auf Twitter. Ist immer besser, denn da werde ich euch am ehesten informieren, was los ist. Und ich bin Zweiter, ja. Hui. What the? Yeah. Alles klar, komm halt da nicht hoch. Alles klar. Ich werde jetzt mal so ein bisschen on topic kommentieren. Also ich habe noch kein Thema, aber ich werde dann auch noch Themen und so und ich werde auch Fragen beantworten, bla bla bla. Das kommt da alles noch. Das ist jetzt eigentlich mein erstes Let's Play, glaube ich. Ja. Kann man noch erzählen. Ich wurde gerade von einer Piranha-Pflanze erwischt. Juhu. Viele sprechen auch meinen Dialekt an. Ich komme halt aus Österreich. Und ja. Ich versuch's, aber ich rede halt im Real Life, also in meiner Freizeit, kein Hochdeutsch, eher Österreichisch. Also frisst mich nicht und wieso bin ich Erster, the fuck? Sind die alle schlecht? Und ihr könnt mich auch gerne auf der Wii U adden. Das könnte ich mal als Thema machen. Aber das kommt alles noch. Und ich hatte euch natürlich die Pausen raus. Also würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder. Und da geht's auch schon weiter auf der Hyrule-Piste. Juhu! Alles klar, also wenn ihr mit meiner Stimme nicht klarkommt, dann ciao. Ich bin eben so, wie ich bin und könnte nichts tun. Ich habe auch noch eine sehr hohe Stimme, bla bla bla. Ja, aber sie hat sich schon verbessert. Ich hatte mal eine viel höhere Stimme, das glaubt ihr mir gar nicht. Erster wieder. Wieso bin ich eigentlich gerade so gut? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob das gut ist oder ob ich Glück habe oder ob ihr einfach nur im Raum sind. Please. Yes. Ich glaube, ich muss euch das Prinzip von Mario Kart 8 und so weiter nicht erklären. Ja. Und so weiter und so fort. Das kennt eigentlich jeder. Ihr könnt mir natürlich auch Freundesanfragen schicken. Kommt halt dann ganz darauf an, wie aktiv ihr und so weiter seid. Werdet ihr halt auf der Freundesliste bleiben und halt nicht. Aber ja, so eben. Alles klar. Junge, wie weit bin ich bitte vorne? Aber ich habe halt auch nur 5000 Punkte. Das sind die Spieler auch nicht so gut. Alles klar. Ich werde diesen Part zu 15 Minuten oder so halten. Also nicht sehr lange. Und das war, glaube ich, gerade Glück. Wieder zurück. Also ich schätze mal, 4 Rennen werden wir machen.
Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob meine Audio in Ordnung ist oder nicht, oder ob ich näher ans Mikro, was weiß ich. Ich habe, wie schon gesagt, ne, habe ich noch nicht gesagt. Nehme ich zum ersten Mal über Mikro auf und also sehr. Habe leider früher meine Let's Plays abgefilmt, deswegen auch habe ich auch einen Kanalwechsel gemacht, weil ich halt wieder von vorne beginnen wollte und gleich von vorne einen gewissen Qualitätswert haben wollte. Und ich hatte Bock auf einen Neuanfang. Ich glaube, sehr viele kennen den Kanal nicht mehr, den alten. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr ihn noch kennt oder wenn ihr schon mal ein Video des alten Kanals gesehen habt. Alles klar, die Aufnahme laggt bei mir ein bisschen, aber es haben gesagt, es ist bei anderen auch so und die Aufnahme sollte dann eigentlich wieder ganz okay sein. Aber ich habe doch gestern schon eine Testaufnahme gemacht, ist aber egal. Jolo, ja, auch schon gerade eine Testaufnahme gegeben. Aber wer weiß ja schon. Vielleicht wird auch morgen schon Fast Racing Neo oder was weiß ich starten. Aber die drei Projekte werden noch ein bisschen aufgeschoben, muss noch ein bisschen an die Technik und so weiter feilen. Aber die kommen noch. Aber anfangen jetzt erstmal sowas. Hey, cool, da hatten wir jetzt voll um die Kurve. Geh. Du Junge. Ja, triff halt nicht. Doch. Da. Da. Ach, hat ihn da hinten getroffen? Lol. Oh, ich liebe diese Musik. Die immer schneller wird, ist schon geil. Das mag ich an der EB-Strecke. Oh. Alles klar, der ist. Die fliegen alle durch die Luft, diese. Hört ihr mich? Alles klar. Oh, das ist sogar ein Deutscher. Ein Deutscher. Okay. Hoffentlich fliege ich jetzt nicht raus. Hoffen wir es mal. Ich werde dann nach der Aufnahme den Raum wechseln. Ist klar. Hoffentlich bin ich auch zu nah am Mikro dran. Denn ich habe einen Schreibtisch, wo noch ein... Ja, weiß ich, wie man sagt, nach so ein Gestell drauf ist. Also kann ich meinen Fernseher nicht auf den Schreibtisch stellen. Also ich habe keinen komplett flachen Schreibtisch eben. Alles klar, jetzt ist ein Österreicher auch dabei. Und deshalb kann ich den Fernseher nicht auf den Schreibtisch stellen. Deswegen habe ich den Fernseher neben den Schreibtisch. Und... Ja, deswegen habe ich das Mikro auch anders umgestellt, als ich es normalerweise habe. Und sitze auch etwas gekrümmt, schief, bla bla bla. Passt aber schon, ist schon angenehm, wie ich sitze. Keine Sorge. Ich muss mich auch mal extrem bedanken für das extrem fette Feedback vom Comeback-Video. Das war Bombe. Bombe war das. Denn, wie viele Daumen sind schon 13, wenn nicht schon 14, was weiß ich. Das ist krass. Hoffentlich hört man mein Gamepad nicht so sehr. Sonst muss ich es halt irgendwie anders machen. Ihr müsst halt mir halt sagen, ob die Audio wirklich so passt, bla bla bla. Ich schätze mal, ich habe nämlich selber auch auf der Virtual Console. Vielleicht nehme ich es auch da auf, denn derzeit kann habe ich checke ich nur die Capture Card Aufnahmen und Streams. Ich habe zwar mit OBS schon ein bisschen rumgetüftelt, aber da fuck, ich versteh's. Trotzdem noch war nicht fuck, war das knapp. Wie jetzt verarsche pur. Wer ist eigentlich diese Uli? Kann ich nicht.
In manchen Stellen jetzt zwar etwas leise, aber tut mir leid. Es ist halt jetzt echt die erste Aufnahme. Ja, okay, ich hatte schon ein paar Fehlaufnahmen von Zelda. OOT 2, um genau zu sein. Ja. Und ich versuche ja auch so gut wie möglich nicht im Dialekt zu sprechen, aber ist halt sehr schwer. Ich muss mich halt wieder einfinden. Nice. Hex. Getroffen, lol. Ich bin doch immer Fünfter. Bam. Was? Hex. Mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ein Rennen machen wir noch. Bin erst bei der... 13 Minuten in der Rohdatei, also... erst circa 10, 11 Minuten? Was weiß ich? Hallo? Alles klar. Eigentlich Windschatten haben, wie du überholst mich noch. Wie chill. Alles klar. Die Aufnahme leckt aber wirklich, aber es sollte eigentlich funktionieren. Wir sehen uns dann im nächsten Rennen. Yay, es geht weiter mit dem letzten Rennen. Wahrscheinlich dem letzten Rennen. Ja, wird schon sein, wird das jetzt das letzte. Sind wir schon so weit? Ja, ich nehme es auch nur in 30 FPS auf. Vielleicht rende ich es in 60 FPS, glaube ich, aber nicht. Weil ich nur einen Laptop habe und er ist zwar ziemlich leistungsstark, muss man schon sagen, aber trotzdem. Nicht so gut wie ein PC. Und wenn mich jetzt viele fragen, wieso holst du dir noch denn keinen PC? Ich sag nur ein Wort. Eltern. Mich verarschen. Bam. Aua. Nice. Nice Hex. Ha, Opfer. Yes, ich habe das Item bekommen. Und dann nochmal danach ein Fail gemacht. Jetzt fragen sich auch viele, warum ich random Shit mache und keine Splatoon Let's Plays und so auch. Das mache ich, weil es sich nicht mehr auszahlen würde, glaube ich, ein Splatoon Let's Play zu machen. Es neigt sich halt schon dem Ende, die ganzen Updates und so weiter. Mach halt sowas, auf was ich Bock habe. Please. Yes. Bam, bam, bam. Yes. Nice. Nice Hex. Alles klar. Oh. Ah, da kommt wieder Feeling hoch bei dieser Strecke. Ich will auch endlich irgendwo in die Karibik oder wo auch immer das hier ist. Oder was weiß ich halt wohin. Ich war noch nie im Ausland. Noch nie. Ich will aber eigentlich auch gar nicht so. Ich bleibe lieber in meinem sicheren Land. Österreich ist ja auch das drittsicherste Land. Oder viertsicherste, ja. Ich glaube schon viert. Lel. Lel. Um die Kurve. Oh, um die Kurve. What the fuck? Lass mich in Frieden. Nice 9. im letzten Rennen. Das wird geil, hä? Okay, ist schon letzte Rennen, jetzt noch letzte Runde. So, komm, Vollgas, jetzt gib doch Gas, du Opfer. Nice Hex. Ja, das war's dann auch schon mit dem ersten Part von Random Shit, war jetzt ein bisschen verplant, was weiß ich alles. Meine Mutter hat gerade noch gestaubsaugt und bla bla bla, aber auf jeden Fall würde ich mal sagen, haut rein und ciao.